Ich stehe jetzt in einer Messeneuheit, nämlich ein CUV auf VW Bulli Basis. 2,20 Meter. Automatik 150 PS. Vier Schlafplätze und ein Hubdach. Man nennt das tatsächlich Hubdach, wie das Hubbett, weil das auf 2,23 Meter runterfährt. Natürlich elektrisch, das heißt ein Knopfdruck und das ganze Hubdach fährt runter. Wir zeigen das dann gleich nochmal von außen. Besonderheit hier, hier ist das Bad. Hier kann man einen Spiegel rausfahren. Von beiden Seiten übrigens, auch wenn man dann im Bad steht. Und ihr seht das hier, das ist alles Hubdach. Das heißt, es kommt komplett runter auf diese Höhe. Bei dem Bett verhält es sich so, dass wir wieder aus dem Bad heraus die Vergrößerung für das Bett hinkriegen. Das heißt, runter damit. Und wenn du jetzt mal reinfilmen magst, dadurch bekommen wir die Bettgröße. Eines ist natürlich klar, wir haben keine Hochschränke. Geht ja nicht, denn das ganze Dach kommt ja runter. Was hat sich Knaus einfallen lassen? Wir haben Schränke, die portabel sind. Während der Fahrt schnallt man die hier unten fest. Es gibt so einen Schnallmechanismus. Ihr seht das, hier sind so Klettverschlüsse, da geht das runter. Und wenn man steht, nimmt man die Dinger einfach wieder raus und stellt sie da oben drauf. Von diesen Einlegebröden und diesen Schränken sind drei im Lieferumfang enthalten. Ich zeige euch das nochmal von innen. Kleine Fächer, größere Fächer. Also eine richtig, richtig gute Idee. Sehr platzsparend, wie ich finde. Und wie gesagt, vergesst nicht, 2,23 Meter Höhe. Das ist sehr, sehr niedrig. Also ein richtiger VW Bulli. Die Küche, übrigens wie bei den größeren Fahrzeugen auch, wieder ein Zwei-Flammen-Herd. Ich komme nochmal raus. Den haben wir ja vorhin schon gesehen. Das ist der übliche Herd, den es gibt. Und das Waschbecken hier wieder versteckt mit dem Hahn zum Hochklappen. Schubladen auch, ausreichend Platz. Aber wie gesagt, hier die absolute Neuheit, ein CUV, der einfach mit vier Betten, mit vier Schlafplätzen, Entschuldigung, zwei im vorderen Bereich und zwei im hinteren Bereich, ein richtiges Raumwunder ist. Der Knaus Tourer CUV, gerade eben waren wir drin, jetzt zeigen wir ihn euch nochmal von außen. Gerade das Besondere, das Dach. Von innen habt ihr es gesehen. So sieht es quasi elektrisch aus. Und eins möchte ich euch noch mal zeigen, ich habe es euch drin gesagt, 2,23 Meter Höhe innen. Das heißt, wenn das Hubdach eingefahren ist, kann ich hier meine Hand drauflegen. Natürlich hat der Tourer CUV auch eine Garage, wie bei Knaus üblich, wieder mit zwei Türen von beiden Seiten zu öffnen. Auch hier Platz wieder für zwei Fahrräder oder sonstiges, was ihr an Staudingen habt. Auch die Leiter für das vordere Bett ist hier natürlich installiert, die Markisenstange und ja, wieder die toll verschließbaren, einfachen Türen, die wir von Knaus schon kennen. Schönes Mini-Fenster hier noch eingefasst, Strom, hier haben wir wieder die Kassettentoilette, geht in diesem Falle doch, sie geht auf. Und den Frischwassertank. Hier wieder die Vorrichtung für den Wasserfilter und Frischwasser und Abwasser. Erst anbauen und wieder anbauen.
Ich hoffe, das Video mit der Weltneuheit Tura CUV hat euch gefallen. Bitte liken, kommentieren, abonnieren, LKA, ihr wisst.